Und weiter gilt die eisige Fahrt mit dem Zug. Die Quest ein eisiger Hauch. So, schauen wir mal, was weitergeht. Was ist das? Oh, was ist da los? Schon wieder der Ardin. Was hast du mit Tramto gemacht? So trifft man sich wieder. Deine Freunde vertragen die Kälte wohl nicht. Ich fürchte, sie brauchen dringend Hilfe. Du solltest dich beeilen. Mein Gott. Steht ganz cool da. Und die anderen zwei sind anscheinend überwältigt worden von ihm. Oh. Hätte meinen Pelzmuff mitbringen sollen. Genauso schön wie am Tag deines Todes. Krass. Heute wird sie erfüllen, was sie der Kanagi einst versprach. Shiva, geil. Du bist Shiva. Möge er der Welt das Licht zurückgeben. Geil, geil, geil. Luna Freya, wann siehst du es ein? Es steckt kein König in Noctis. Wie kannst du so etwas sagen? Es ist der einzige Weg. Und wenn du ihn gehst, verlierst du dein Leben! Das weiß ich selbst! Ich bereue nichts. Aber nur einmal wäre ich gern bei ihm gewesen, um mit ihm zu lachen wie früher und ihn zu umarmen. Reizack des Kanagai. Der Dreizack einer starken und edelmütigen Frau, die dem erwählten König zur Seite stand und von allen geliebt wurde. Sie diente Eos und brachte Menschen und Götter zusammen. Okay. Scheiße! Hey, macht keinen Scheiß! Was ist passiert? Ja. Alles in Ordnung? Ja, die Eisgöttin war hier. Was? Keine Angst, ist schon wieder weg.
Könnt ihr im Zug nach dem Rechten sehen? Ignis, kannst du laufen? Ja, danke. Geht schon. Luna Freya. Luna. Was soll das? Willst du wieder zurückkommen? Ich wünsche mir doch auch nichts mehr als das. Ich bin ja gespannt, ob es vielleicht doch noch kommt, zurückkommt. Vielleicht ist es alles nur irgendwie, keine Ahnung. Ich habe noch ein gutes Gefühl, sag ich mal so. Ja, schon wieder. Darf ich vielleicht langsam zu Noct übergehen? Für einen Moment sah ich mich echt im Grab. Hätte beinahe vergessen, dass Götter mächtig sind. Doch mächtig, das bin ich auch. Selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht sterben. Der Schmerz jedoch war sehr real. Du Sadist. Rate mal, was ich hier hab. Na, was ist das? Oh, ich sollte eher fragen, von wem ich das hab. Prompto. Du erinnerst dich doch, oder? Na? Nicht so schnell. Das gehört dir nicht. Wo ist er? Wer? Prompto. Nicht weit. Wo? Nein, Gralea. Wo sonst? Endstation. Sicher wäre er höchst erfreut, dich zu sehen. Vielleicht findest du dort ja sogar den Kristall. Wirkt angeblich gut gegen die Siecher. Wäre das nicht was? Dann mal viel Glück. Freunde fürs Leben. Was hat jetzt auf den Knopf gedrückt? Okay. Kapitel 13. Die Rückeroberung. Arden und Noctis nicht nur Heimat und Kristall genommen, sondern auch Menschen, die er liebte. Nun wartet der Kanzler in Gralea, unerbittlich und die Rache sinnend. Und auf Rache sinnend. Okay. Es geht doch recht fix jetzt, muss ich sagen, mit den Kapiteln. Nicht mehr lange bis Gralea. Ja. Frag mich, wie es dort wohl aussieht. Sicher ist die Stadt voller Siecher. Kann's kaum erwarten. Sobald wir in der Stadt sind, suchen wir einen Weg zur Festung. Festung? Segnautus. Eine riesige Militäranlage über der Stadt.
Dann müssen da der Kristall und Prompto sein. Wir brauchen eine Strategie. Ob es wahr ist, dass man die sicher mit dem Kristall endgültig vernichten kann? Auch wenn wir noch keinen Beweis haben, ist es nicht auszuschließen. Das wäre doch was. Je länger die Nächte wurden, desto mehr sicher konnten wir auf Eos beobachten. Wenn sie das Licht des Kristalls scheuen, könnten wir mit ihm vielleicht nicht nur Lucis, sondern die ganze Welt retten. Na dann, holen wir uns den Kristall zurück. Was zum... Was ist passiert? Nicht sicher. Riecht nach Ärger. Okay, die vorderen Waggons überprüfen. Was war das? Das wurde aktiviert. Überall sicher. Oh. Tut mir leid, Los, greifen wir! Was ist los? Ich kann keine Waffen beschwören! Vorsicht! Lauf! Was ist denn los? Warum kann ich keine Waffen beschwören? Alternativ hat dir die Fähigkeit genommen, Waffen zu beschwören. Ohne Waffen seid ihr den Sichern ausgeliefert. Flieh zum Frachtwagen und nutze den Regalia zur Flucht. Momentan kann Umbra nicht gerufen werden. Ohne Waffen sind wir ihnen ausgeliefert. Wir müssen fliehen. Wie denn? Wir nehmen den Regalia. Schnell! Ja doch. Wir müssen zum Frachtwagen. Los, schneller! Da ist der Regalia. Nein, muss ich wieder fahren, oder was? Wo ich so gut mit dem Auto bin. Vorbereitungszeit durch das Stadttor fahren. Sicherheitsstufe 4 aktiviert. Sämtliche Zugänge nach Gralea werden versiegelt. Oh mein Gott. Gralias Abwesenheit wurde aktiviert. Die Stadttore werden versiegelt. Du musst es innerhalb der Zeit in die Stadt schaffen. Gas geben. Bremsen, okay. Immer weiter, nicht bremsen! Das weiß ich selbst! Fahr nirgendwo gegen. Das weiß ich selbst! Wo fahren wir lang? Wir sind in einem Tunnel, auf den Schienen! Halt bloß nicht an, sonst kriegen sie uns! Ich fahr ja schon, haltet euch fest! Dass hier nichts auf die Gleise raufspringt oder sowas. Und die Sicht ist wirklich bescheiden. Ich sehe gar nichts. Die wollen uns wohl in die Luft jagen. Was passiert, wenn wir getroffen werden? Der Wagen gehörte dem König. So leicht kriegen sie ihn nicht kaputt. Hoffe ich doch mal. Weich den Schüssen aus, Nacht! Der Regalia ist gepanzert, er hält einiges aus. Konzentrier dich aufs Fahren. Verdammt! Lass uns nicht hängen! Schnell! Die Tore! Gib rein und wieder auf! Vater! Was ist hier los? Das hab ich doch geschafft jetzt, oder? Oder nicht? Auf jeden Fall eine Cutscene. Weiter geht's nicht. Weit genug. Somnia, IHS 113. The Royal Capital.
Vater. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Oh Mann, jetzt marschieren wir hier mit leeren Händen ein. Und ohne Gewissheit, ob der Kristall tatsächlich die Sicher zurückschlagen kann. Leider haben wir keine andere Wahl. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ja. So, den Eingang. Die Waggons fallen bestimmt gleich in sich zusammen. Okay, schauen wir doch mal. Weiter. Hier geht's. Wir können auf jeden Fall keine Waffen beschwören. Das heißt, wir müssen da einfach durchrennen. Oh Gott. Hey! Ignis! Gladio! Okay, wem möchtest du folgen? Noctis, Schwierigkeitsgrad normal. Gladius und Ignis, Schwierigkeitsgrad leicht. Warte mal, das hier. Kapitel 13, Gladius Route. Für diesen Spielabschnitt erhältst du ein spezielles Inventar. Auch Gladius Statuswerte werden temporär angepasst. Sämtliche Daten aus dem Spielabschnitt, wie etwa eingesammelte Gegenstände und Veränderungen der Statuswerte, haben keinen Einfluss auf das restliche Spielgeschehen. Okay. Du bewegst dich als Gladius weiter. Bist du sicher? Ja, machen wir das doch mal. Wollt mit dem auch mal spielen? Zignautus Festung. Nach einer langen, beschwerlichen Reise mit vielen Tiefschlägen erreichen Noctis, Gladius und Ignis endlich die feindliche Hauptstadt Gralea. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft werden sie voneinander getrennt. Gladius macht sich gemeinsam mit Ignis auf die Suche nach Noctis, der nun ganz alleine die Zignautus Festung ansteuert. Okay. Wir können ja eigentlich keine Waffen beschwören, das heißt, wir müssen jetzt nur durchrennen. So. Hoch! Kommen wir hier weiter? Nein, ist alles voll mit Siechern. Ohne Waffen wird das nichts. Wir können Noct aber nicht im Stich lassen. Wir brauchen einen Plan. Na, verzweifelt. Der regt mir auf. Was willst du hier, du Dreckskerl? Roll zu hegen ist wie Gift zu trinken. Wie hast du... Kommt schon. Jetzt wäre eigentlich ein guter Augenblick für ein aufrichtiges Dankeschön. Das kannst du vergessen! Auf dich fallen wir nicht mehr rein! Diesmal könnt ihr mir vertrauen. Wirklich. In diesem Sinne... Das kann nur eine Falle sein. Ja, aber wenigstens können wir jetzt kämpfen. Okay. Schauen wir doch mal, wie schnell wir da hinkommen. Ob Noct weit weg ist? Unfassbar. Oh nee, jetzt muss ich auf den warten, oder was? Von ihm getrennt wurden. Verlier jetzt bloß nicht die Nerven, hörst du? Schließlich bist du der Stratege von uns beiden, oder? Ja, keine Sorge. Okay, alles klar. Verstehe. Jetzt komm, Baby. Okay, du hoffst auf jeden Fall nice. Seine Kräfte zurück hat. Unsere Waffen können wir jedenfalls wieder benutzen. Nein. Unsere Waffen haben wir Aden zu verdanken. Ja, das stimmt. Aber warum? Das weiß ich nicht. Darum müssen wir auf alles gefasst sein. Na, jetzt
komm noch mal. Ich weiß, du bist blind. Aber ein bisschen schneller wäre schon geil. Blocken, gedrückter auf zu blocken, da jedoch der blaue Fuchsbacken recht unteren Bildschirm ab. Wenn er leer ist, kannst du dich vorübergehend nicht verteidigen. Mit einem gut getimten fetten Block kannst du zudem den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen und den Gegenangriff starten. Ich brauche keinen Block. Schon fast da. Achtung, dies ist eine Durchsage der inneren Sicherheit. In mehreren Sektoren der Forschungseinrichtung ist es zu unkontrollierten Vorkommnissen gekommen. Alle Bewohner werden gebeten, sich sofort zu den Katastrophensammelstellen zu begeben. Wer sich dieser Anweisung widersetzt, muss mit Festnahme oder drastischeren Sondermaßnahmen durch die innere Sicherheit rechnen. Achtung, dies ist keine Übung. Diese Durchsage wird wiederholt, bis die Lage unter Kontrolle ist. Ende der Durchsage. Okay. Die Durchsage bezog sich nicht auf unser Eindringling, sicher, oder? Nein, es muss schon viel früher etwas vorgefallen sein. Etwas Schreckliches. Okay. Vielleicht ergibt sich ein besseres Bild, wenn wir noch weitere Durchsagen hören. Okay. Oh. Oh, was ist das? Okay, meine Energie erholt sich anscheinend nicht. Das ist nicht gut. Ja, ich nehme mal einen Heiltrank. Sicher ist sicher. Und wir fahren hoch oder runter, ich weiß es nicht. Es ist durch hier. Ja. Außer sichern ist hier niemand zu sehen. Okay, wir müssen Noctis jetzt finden. Arden. Was hat er jetzt schon wieder vor? Der verarscht uns doch, oder? Ja, ganz genau. Hier entlang. Braver Schild. Braver Schild? Oh, oh. Was ist? Ein Durchgang. Hier geht's weiter. Wohin will er uns wohl führen? Keine Ahnung. Aber was bleibt uns sonst übrig? Oh, ein Raum? Pass auf, wo du hintrittst. Hier ist nochmal so ein Radio. Achtung, Achtung! Dies ist eine Durchsage der Imperialen Armee.
Die entflohenen Forschungsobjekte konnten in fast allen Sektoren wieder zurückgedrängt werden. Die übrigen Sektoren werden momentan durch spezialisierte Magitech-Infanterie dekontaminiert. Bis auf Weiteres hat die Kommandozentrale den Ausnahmezustand verhängt. Für Zivilisten gilt daher weiterhin auf unbestimmte Zeit eine Ausgangssperre. Fast alle Sektoren wurden gesichert. Wie viele waren denn insgesamt außer Kontrolle? Eine schreckliche Katastrophe. Entweder ließ jemand die Sicher absichtlich entkommen, oder das Wachpersonal ist verunglückt. Okay. Hier ist auf jeden Fall noch Loot. Ein Heiltrank. Was ist denn das jetzt? So? Umprogrammierter Mie. Läuft doch gar nicht so schlecht bis jetzt, würde ich sagen. Bis jetzt. Wer weiß, was uns hier noch alles erwartet. Ja, wo ist der andere? Kommt der nochmal da? Ignis, hier sind Monitore und ein Steuerpult. Muss eine Art Kontrollraum sein. Vielleicht können wir so herausfinden, was in der Festung vorgeht. Funktionieren die Geräte? Schauen wir gleich. Das Steuerpult bedienen. Mal sehen. Ach Mist, ich glaube, alle Aufnahmen sind gelöscht worden. Gelöscht? Ja. Moment. Eine Aufnahme ist noch da. Sicher will Aden, dass wir sie ansehen. Tun wir ihm den Gefallen. Vielleicht finden wir so heraus, wo Noct und Prompto sind. Die Wassergöttin hat den König gesegnet. Und mein Ring? Der König hat Leviathans Segen und auch den Ring von Luna Freya erhalten. Er hat sich als wahrer König bewiesen und wird die Welt von der Finsternis befreien. Der Kristall ist in meiner Hand. Ich werde der wahre König. Noctis ist der Auserwählte, niemand sonst. Schon gar nicht ihr. Ihr seid nur noch eine Marionette der Finsternis. Verräter, stirb! Okay. Schau, ob der Ravus noch lebt. Oh, okay, er lebt noch. Du hast dich bewiesen. Und ich erfülle meine Pflicht als Erbe der Kanagie. Ihr ist deines Vaters. Du bist der Auserwählte. Gib der Welt das Licht. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist nicht Noct. Wie melodramatisch. Obwohl dein Monolog recht vielversprechend an. Das ist nicht Noct. Und so endet die Linie der Kanagie. Mit dem Helden, der dachte, er könnte das Dunkel selbst vertreiben. Schwein. Tut weh. Vom Kristall verschmäht zu werden, was? Diese Stimme eben. Ja, diesmal hat er sich als Noct ausgegeben. Ravus
wollte ihm also das Schwert von König Regis überreichen? Danach sah es aus. Anscheinend hat er Nockt endlich anerkannt. Gehen wir. Aden heckt bestimmt schon seinen nächsten perfiden Plan aus. Ob uns diese Vorführung nur aufhalten sollte? Gut möglich. Schnell. Wir müssen Nockt finden. Und damit würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr Lust habt. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.